Moin Leute, wenn ihr mir MC wieder begonnen habt, herzlich willkommen zu einem weiteren GTA Online Video. Wie jeden Donnerstag zeige ich euch heute, wie das neue Zeitrennen funktioniert, also bleibt auf jeden Fall dran. So, unser neues Zeitrennen befindet sich genau hier auf der Karte, ich zeig's euch. Und unser Ziel ist hier oben, das markiere ich euch jetzt. Markiert es auf jeden Fall, bevor ihr das Rennen startet, damit ihr es auch schafft. Und genau, wie jede Woche stellen wir uns an den Rand vom Kreis, so dass wir gerade noch starten drücken können. Und dann geht das Ganze hier auch schon los. Ihr fahrt nicht da, wo sie es euch markieren, sondern ihr fahrt eben da, wo ich gerade lang fahre, hier durch. Dann seid ihr nämlich hier direkt draußen, mitten auf der Straße, habt euch hier schon mal einige Sekunden gespart. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Zeitrennen zu machen, denn es ist wirklich nicht ganz so schwer. Und es ist ja, wie gesagt, in einer Minute 17 könnt ihr hier über 100.000 GTA-Dollar verdienen, deswegen macht es auf jeden Fall. Ich werde euch das Ganze hier etwas vorspulen, damit ihr genau seht, wo ihr langfahren müsst. Ja, ich habe das Ganze diesmal beim dritten Mal geschafft, bei Nacht, weil da irgendwie weniger Fahrzeuge unterwegs waren, das war für mich besser. Die einzige Schwierigkeit hier bei diesem Zeitrennen ist diese Hollywood-Gegend sozusagen, da wo die Reichen wohnen, wo eben diese Kurven kommen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, nehmt entweder einen Supersportwagen mit sehr guter Traktion oder nehmt ein Motorrad, damit ihr wirklich gut um die Kurven kommt. Und ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr hier nicht irgendwie gegen andere Autos knallt, dann könnt ihr es direkt vergessen. Dann könnt ihr direkt Dreieck gedrückt halten, dann respawnt ihr direkt beim Zeitrennen anfangen. Dort macht es einfach neu. Aber ja, auf jeden Fall, hier seht ihr, habe ich es geschafft. In genau einer Minute und 17 Sekunden, also ich hatte wirklich nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Aber ja, 101.000 GTA-Dollar easy verdient. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, denn jeden Donnerstag gebe ich euch das neue Zeitrennen und die neuen Infos zur neuen Eventwoche. Und ich würde sagen, ich bin raus, bis zum nächsten Mal und ciao.